Moin Leute, der Release von Modern Warfare Remastered und Infinite Warfare ist ja schon 2 Tage her. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, welches Spiel ich mehr spielen werde. For fuck's sake. Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, welches Spiel ihr... For fuck's sake! Welches Spiel ihr aktuell mehr spielt. Also schreibt entweder Hashtag IW für Infinite Warfare in die Kommentare oder Hashtag MWR für Modern Warfare Remastered. Ich bin mal gespannt, welches Spiel bei euch beliebt ist. Ich persönlich muss sagen, dass mir Infinite Warfare nicht gefällt. Nicht, weil ich schlecht bin oder so, weil das bringen die meisten nämlich immer als Argument, wenn man sagt, dass einem persönlich das Spiel nicht gefällt. Mir ist es egal, ob das COD in der Zukunft, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart stattfindet. Ebenfalls ist es mir egal, ob man Wallrunnen oder Doppelsprünge machen kann. Aber das Problem an Infinite Warfare ist für mich das Gun-Feeling. Ja, das Gefühl, wenn er einen Gegner anhittet, ihn tötet und so weiter. Mir gefällt es einfach an Infinite Warfare nicht und darum kann ich mich zum Beispiel auch nicht über gute Scores freuen. Jedem das Seine, jeder soll selbst entscheiden, was er spielt, aber ich persönlich mag es einfach nicht, weil das Gun-Feeling fast 1:1 wie ein Ghost ist. Ghost selbst habe ich ja nicht mal lange gespielt, weil der Spaßfaktor für mich einfach nicht da war. Das gleiche ist jetzt auch bei Infinite Warfare der Fall. Mittlerweile habe ich das Spiel auch von meiner Festplatte gelöscht. Public ist fast unspielbar, jedoch sagen viele, dass Competitive ziemlich viel Spaß macht. Also wenn die Competitive-Szene einsteigen will, kann es auf jeden Fall ruhig ausprobieren. Eventuell spiele ich das im Dezember nochmal, wenn die Weihnachtstipps am Start sind, aber das bezweifle ich irgendwie stark. Mir hat die Beta schon nicht gefallen. Ich habe sogar das zweite Beta-Wochenende gar nicht mehr gespielt, weil ich da Battlefield 1 gespielt habe. Also ich habe die Beta deinstalliert. Also wie gesagt, jedem das Seine, jeder soll das spielen, worauf er mehr Bock hat. Und die anderen sollen es auf jeden Fall respektieren. Und jetzt die große Frage, wie finde ich Modern Warfare Remastered? Also ich betrachte das Spiel mit gemischten Gefühlen. Einerseits freue ich mich, ein Oldschool-COD spielen zu dürfen. Andererseits muss ich sagen, das Spiel ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das liegt unter anderem auch daran, dass man die Streaks viel zu schnell erreicht. Ihr habt auf 3 die Drohne, auf 5 den Luftschlag und auf 7 den Heli. Und die Streaks bauen aufeinander auf, das heißt, jeder verdammte Noob kann irgendwie Streaks erreichen. Macht es dir Spaß zu schlucken? Was mich noch aufregt, ist das Juggernaut-Perk. Ich zeig euch mal einen witzigen Chatverlauf zwischen Chris aka Stylers und so einem Typen. Chris hat auf Facebook folgendes gepostet. Ausnahmslos, jeder der in Modern Warfare Remastered Juggernaut spielt, ist ein Hurensohn. Daraufhin schreibt einer, bin kein Hurensohn. Chris antwortet mit, spielst du Juggernaut? Er ist so, ja. Dann antwortet Chris nochmal, Hurensohn. Zu geil einfach. Beim Perk Juggernaut hat er nämlich 125% Leben und schluckt also bei den Gegnern 2 Kugeln, bis ihr down geht. Das ist, finde ich, ein negativer Aspekt, genauso wie die Flashgranaten in dem Spiel. Sobald ihr einmal eine Flashgranate abbekommt, ist euer kompletter Monitor, euer kompletter BenQ weiß. Und die Time to Kill ist absolut zu gering. Die M16A4 ist beispielsweise viel zu stark, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Kaliber 50 Sniper, also zum Beispiel zu der Barrett. Da gibt es nämlich ein kleines Experiment von einem YouTuber, der hat nämlich ausgetestet, wie viele Leute könnt ihr mit einem Burst oder einer Kugel holen? Einen Burst M16 oder eine Kugel Kaliber 50 Barrett? Und jetzt ratet mal, wie es ausgegangen ist. Barrett Kaliber 50, eine Kugel, alle Gegner hintereinander, 3 Gegner geholt. M16, ein Burst, alle Gegner hintereinander, 4 Gegner. 4 fucking Gegner. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, größtenteils macht auch die COD-Community das Spiel einfach kaputt. Aber gut, wenn die Gegner schlecht sind, macht jedes COD Spaß. Die Spieler werden immer besser und dadurch wird uns hier das alles erschwert. Aber für mich persönlich macht Modern Warfare Remastered einfach viel mehr Spaß als Infinite Warfare, einfach wegen dem Gun-Feeling. Das ist so oldschool-mäßig, es ist eigentlich relativ ruhig und ja, die Gegner campen, aber es macht trotzdem mehr Spaß als Infinite Warfare. Darum werde ich meine zukünftigen Videos auch in diesem Spiel machen. Wichtig ist, dass ihr euch selbst von einem Call of Duty überzeugt und nicht auf die Meinung anderer hört. Also probiert erstmal beide Spiele aus, bevor ich selbst eine Meinung bildet. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut da rein, euer Vanity.